Und zack. Perfekt. Und jetzt müssen wir hier noch unseren Zauberstab reinlegen. Hier. Oh, wir brauchen noch. Können wir das jetzt denn schon craften? Nee, können wir noch nicht aus. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge Minecraft Delta. Wir joinen auf den Server und wie ihr seht, ist die Shift ganz anders. Denn ich habe jetzt das Texture Pack eben aufs 64er Pack geändert und ja, ich glaube, dass es jetzt besser läuft. Ich hoffe es einfach mal, es sollte jetzt besser laufen. Und zwar, wir haben letzte Folge das Taumonomicum gegraftet. Und zwar haben wir hier die ganzen Crafting-Rezepte, bla bla bla. Auf jeden Fall wollen wir hier die Brille der Enthüllung, also quasi die Googles of Revealing machen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und ja. Als allererstes brauchen wir hier auch noch so einen Altar. Da machen wir so Hokuspokus, Fidibum. Tada! Und dann haben wir hier so einen tollen Zauberstab. Den Inksack, den könnten wir eigentlich raufmachen. Hier, Schreibset. Das sieht toll aus. Was wir aber sowieso jetzt noch brauchen, ganz, ganz wichtig, ist eben Zuckerrohr. Und das ist das, was wir uns jetzt auch besorgen. Wir besorgen uns jetzt Zuckerrohr und nichts anderes. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich nur Zuckerrohr holen. Nicht irgendwie jetzt irgendwie abschweifen und sagen, oh cool, da ist noch das und da ist noch das. Nee, nee, Leute, wir holen uns jetzt rein Zuckerrohr. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Und ich denke schon, dass dann da vielleicht das ein oder andere Zuckerröhrchen ist. So wie das hier. Perfekt. Oh, das ist Hemp. Ist was anderes. Aber das geht auch. Das habe ich nämlich vorhin gesehen. Aus Hemd kann man das auch machen. Ja, sollte ich ganz, ganz viel finden, dann gebe ich das natürlich sofort zurück, dass wir eben letzte Folge hergegeben haben. Aber das, was wir jetzt brauchen, ist Zuckerrohr und Hemd. Hemd oder Zuckerrohr. So. Gut. Dann gehen wir da mal weiter und ich glaube, dass hier irgendwo Zuckerrohr ist. Ich habe es im Gefühl. Hallo? Ist hier Zuckerrohr? Nee, das ist ja voll gemein. Aber hier ist sicher eins. Hallo? Hallo? Nee, hier ist auch kein Zuckerrohr. Also, ich muss manchmal echt sagen, Zuckerrohr zu finden ist echt schwer. Oder manchmal hat man es einfach hier in Massen. Aber vielleicht hätte ich das. Aua. Was sind das denn für komische Sachen? Also, das sind Algen. Okay. Gut, Leute. Also, ich weiß, wir entfernen uns jetzt gerade ziemlich von der Zivilisation und ich weiß auch die Koordinaten nicht. Aber dann gucke ich mir einfach ein Video von den anderen an und dann sollte ich das schon wissen. So, also. Hier. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Ich habe gesagt, nicht abschweifen. Und deswegen gehen wir da jetzt auch gleich weiter. Ich brauche unbedingt Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Ich finde aber kein Zuckerrohr, Zuckerrohr. Halleluja! Ich werde es mir sofort holen. Ich werde jetzt rüber rushen. So richtig so. Ups. What the f. Ach so, ich dachte gerade, der hatte eine Blume auf dem Kopf. Aber nee, nee, nee. Alter. Das war jetzt ja gerade richtig crazy. Okay, gut, Leute. Wir holen das Zuckerrohr und dann sind wir die Kings. Und dann können wir selbst Zuckerrohr züchten. Oh mein Gott. Ja. Zuckerrohr, so viel Zuckerrohr. Nichts übrig lassen, nichts. Weil wir brauchen ja im Prinzip nur drei für Papiere, obwohl. Da hinten wäre auch noch eins. Das ist jetzt so ultra weit weg. Vielleicht ist hier noch eins in der Nähe. Vielleicht. Nein. Das haben wir jetzt ganz ehrlich nur wegen dem einen Zuckerrohr da nach drüben fahren. Dann machen wir uns aber schon ein Boot. Ohne Boot geht hier nämlich gar nichts mehr. Ohne Boot ist aus. Aber das holen wir uns, ja, Leute, das holen wir uns. So, erstmal ein schickes Bötchen für das Nötchen. Und dann fahren wir rüber. Brum, 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 brum.
Da ist eine Kuh im Wasser. Oh, das ist ja voll der schöne Baum. Ich glaube, das ist so ein Magic-Wald. Aua, ich habe voll Schaden bekommen, weil wir auf Sand gelaufen sind. Ist ja voll geil. Okay, so. Hey! Du steckst fest, oder was? Ja, ich steck fest. Hey! Okay, so. Und jetzt fahren wir einfach wieder zurück. Aber jetzt fahren wir gleich hier den Wasserweg entlang. Da müssen wir nicht irgendwie hier kompliziert irgendwo drüber hatschen und laufen. Ja. Gut, so. Da sind wir gekommen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Gut, hier waren wir vorhin. Ich glaube, hier sind wir drüber geschwommen. Ich glaube, wir kommen von hier. Ja, also von hier müssten wir eigentlich kommen, theoretisch. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Aber ich glaube, dass wir von hier kommen. Wir sollten von hier kommen. Wenn wir nicht mehr von hier kommen und jetzt in irgendeine falsche Richtung laufen, habe ich mich verirrt. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Leute, das werden wir schon irgendwie packen. Kommt, ihr müsst an mich glauben. Aber hier ist so ein komischer Urwald. War der bei mir auch? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal schon. Die Kuh hole ich mir jetzt. Dann bekomme ich nämlich Leder. Oh ja, danke für das nette Leder. Danke, danke. So. Ich glaube, ich muss hier entlang. Bitte, lieber Gott, lass es einfach richtig sein. Lass es einfach richtig sein. Aber ich glaube, ich habe mich schon wieder mega verirrt hier. Wieso? Jetzt verschwenden wir... Oh nee, ich habe mich doch nicht verirrt. Da oben ist nämlich der Baum, der schöne pinke Baum. Der wird uns immer wieder zurück nach Hause führen. Oh toll, das freut mich jetzt aber. So, die Kuh hole ich mir auch noch. Weil, Weizen habe ich keins dabei, deswegen musste ich sterben. Gut. So. Hier sind voll viele Kokosnüsse. Sollen wir die abbauen? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir dann irgendwann von der Kokosnuss erschlagen werden. Weil es werden ja jährlich mehr Menschen durch eine Kokosnuss erschlagen, als von einem Hai getötet. Das ist eigentlich schon krass. Von einer Kokosnuss. Ich meine, hallo? So. Gut, Leute. Also, was wir jetzt brauchen, ist hier Papier. Dann hole ich mir hier nochmal das Schreibset. Und jetzt, Leute, wenn wir aufs Taumonomikum... Wo haben wir das jetzt? Ja. Wenn wir jetzt aufs Taumonomikum klicken... Dann hier auf die Brille klicken. Jetzt hat es so ein Geräusch gemacht und jetzt wurde mir quasi die Forschung hinzugefügt. Jetzt kann ich das erforschen. Das packe ich dann hier in diesen Schreibtisch. In diesen Schreibtisch rein. Und dann brauche ich noch, hier, wo haben wir es denn jetzt? Hier, das Schreibset. Was wir jetzt allerdings brauchen ist, Moment, ich guck mal eben. Wir brauchen jetzt Auram, Sensus und Bracentio. Und das müssen wir jetzt erstmal ganz kurz erforschen. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was wir hier brauchen. Und zwar, wir brauchen... hier. Bracentio macht man aus Potentia und Vacuus. Und wie macht man Vacuus? Okay. Aus dem und dem. Dann haben wir Vacuus. Und dann brauchen wir noch das hier, Potentia. Das macht man aus dem und dem. Oh, aus dem und dem, glaube ich. Ja, genau. Und dann braucht man jetzt Potentia und... Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Okay, geil. Meine Virendatenbank wurde aktualisiert. Danke übrigens für die nette Information. Gut, das haben wir jetzt erforscht. Das seht ihr hier. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist Auram. Da gucke ich jetzt auch kurz nach, für was ich das, wie ich das zusammen crafte quasi. Auram. Cognito, Humans. Ich brauche Auram, Leute. Auram. Moment. Ich brauche Auram und Sensus. Ich muss mal gucken, wie man das craftet. Hier, Sensus. Sensus craftet man aus dem und dem und Spiritus craftet man aus dem und dem. Das bedeutet, wir brauchen zuerst
Das hier, das bedeutet, das craftet man so. Und was braucht man nochmal hier? Den Totenkopf, den craftet man aus dem und dem. Und jetzt nehme ich den Totenkopf, habe ich das jetzt nicht gerade erforscht, hier, den und den. Und jetzt habe ich, was habe ich jetzt erforscht? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, jetzt habe ich Spiritus, genau. Und damit man aber jetzt hier Sensus quasi craften kann, brauche ich das hier und das hier. Dann habe ich jetzt hier erstmal Sensus, das brauche ich übrigens hier. Und dann brauche ich als letztes jetzt noch Auram. Und dann hätten wir die Formel schon fast. Tut mir leid, dass ich da die ganze Zeit nachgucken muss, aber das alleine zu erforschen, das würde ewig dauern. Dann würde das Let's Play 500 Folgen lang gehen. Und das Problem ist, die Sachen muss man dann nachher scannen. Das erkläre ich euch dann nachher. Und das ist halt echt schwer. Wo haben wir es denn hier? Auram, hier. Auram craftet man aus dem und dem. Das haben wir beides. Das bedeutet das und das. Jetzt haben wir Auram. Gut, dann brauchen wir hier Auram. Hier. Ah. Hier ein Auram. Hier ein Auram. Und hier ein Ding. Okay, dann verbindet sich das. Ah, genau, dann brauchen wir auch noch ein AER. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Das macht man aus AER. Wir gucken. AER. Lux Gelum. Hier. Ach so. Genau, das ist das hier. Das bedeutet, wir brauchen ein AR, ein Sensus und ein AR. Und das hier ist ja ein Sensus. Das heißt, es kommt hierher. Dann machen wir hier ein AR hin und hier eins. Und dann haben wir die Formel gecraftet, Leute, und wir haben jetzt die Brille der Enthüllung entdeckt und das freut mich jetzt gerade richtig, dass das funktioniert hat. Hier können wir jetzt Rechtsklick machen und jetzt können wir die, so, jetzt schlafen wir erstmal. Und jetzt können wir die Brille der Enthüllung craften, ja, und dafür sind eben diese Sachen da. Ohne der Wiki würde ich das, glaube ich, niemals in meinem ganzen Leben schaffen. Und dann ist das da auch meiner Meinung nach okay, wenn man danach guckt, wie diese Crafting-Rezepte hier sind, weil sonst würde ich echt verrecken. So, jetzt können wir ins Taumonomikum gucken und jetzt können wir sehen, die Brille der Enthüllung. Jetzt können wir sehen, auch wie wir die craften. Und da brauchen wir eine Arkane Werkbank. Das heißt, Arkane Werkbench, so. Hier, Arkane Werkbank, die haben wir. Gut, dann ist das sowieso die hier. Und was wir dann noch brauchen, ist zweimal Leder, zweimal Geld und zwei Taumometer. Und Taumometer zu machen ist gar nicht so schwer. Wir brauchen einfach nur noch zwei Gold. Das haben wir, glaube ich. Ich hoffe es einfach mal. Zwei Gold haben wir normalerweise. Ja, hier zwei Gold. Zweimal Glas, das haben wir. Und Leder, glaube ich. ich glaube schon Leder, ne? Nee. Hier, ein so eine Scherbe und ein Glas. Okay, ein Glas. Hier, zweimal. Dann packe ich das einfach mal hier drüben hin, damit ich dann schon mal sagen kann, wie das hier funktioniert. So, zack. Mache ich das einfach mal so. Und dann packe ich da noch diese Ores rein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt hier habe. Aber was wir jetzt als erstes mal machen, ist, wir pflanzen das hier an. Und hier. Und hier auch. So, dann kann das nämlich wachsen und dann wächst Zuckerrohr schon mal. So, also, was wir jetzt noch brauchen, ist auf jeden Fall dann noch ein, hier, solche Shards. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier überhaupt solche Shards habe. Ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, bitte. Lass mich davon ausgehen und recht behalten. Nee.
Gut, wir haben also keine. Naja, kann man jetzt auch nichts machen. Ich mache mir dann noch lieber eins für den privaten Gebrauch. So, zack und rein damit. Gut, dann werden wir jetzt noch ganz kurz Schatz suchen, aber ich glaube, die sind sowieso in unserer super Höhle. Da drin ist alles. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Zink. Das brauchen wir jetzt sowieso noch nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Oh mein Gott, das ist so dunkel. Hier haben wir schon Schatz. Ja, perfekt. Wie viel haben wir? 2. Das heißt, noch einmal Schatz. Und dann könnten wir das Ganze schon machen, oder wie? Hier ist Eisen. Hier ist Ruby. Hier ist eine Fledermaus. Ach, und Fledermäuse sind auch hier, Leute. Das ist ja super. Okay, da kommt ein Zombie mit roten Augen. Ich hau dann mal ab. So. Gut. Dann gehe ich da jetzt erstmal hoch. Oh, das ist jetzt perfekt, dass wir das haben. Denn dann können wir das jetzt hier gleich craften. So, der Zombie da unten kann bitte unten bleiben. So, dann craften wir uns schon mal eines. Also ein Thermometer. Damit können wir dann auch schon Sachen scannen. Und das ist das, was ich eben euch erklären wollte. So. Hier macht man sich wahrscheinlich das Thermometer. Und zwar so, so, so und so. Perfekt, Thermometer. Ja, jetzt haben wir so ein Thermometer und durch das Thermometer sehen wir hier Blöcke. Und wenn wir Rechtsklick klicken, dann können wir das erforschen. Du besitzt nicht das nötige Wissen, um das zu verstehen, steht hier unten. Genau. Das liegt eben daran, dass ich noch nicht so viel erforscht und freigeschaltet habe hier von den Objekten, die hier drin sind. Aber zum Beispiel Erde sollte ich können, die hier unten ist, also ohne Gras. Ja, genau. Und jetzt habe ich eben diese Aspekte bekommen und die kann ich nur einmal scannen. Das bedeutet, ich könnte hier jetzt abbauen und das hier scannen, aber es funktioniert nicht, weil das habe ich ja bereits gescannt. Man kann einfach alles scannen. Man kann die Blumen hier scannen. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht. Man kann das Fleisch hier scannen. Man kann einfach alles scannen. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht. Aber, ja, im Prinzip sollten wir jetzt alles immer scannen, wenn wir irgendwas sehen. Ja, wir sollten einfach alles scannen, was es so überhaupt in Minecraft gibt. Oh, zum Beispiel jetzt haben wir, du hast einen neuen Hinweis auf neue Forschung erhalten. Granum haben wir jetzt bekommen. Das ist auch super, weil, ja, das ist einfach, ja, das ist einfach gut. So, jetzt gucken wir hier nochmal, Moment, hier, Taumonomikum. Was können wir noch alles erforschen? Hier, das Arkane-Ohr. Hörst du nichts? Du benötigst ein Schreibset, Inkpapier, um diese Forschungsnotiz zu erhalten. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich will es nämlich noch nicht verschwenden. Item-Gitter kann alles. Ja, das ist alles so klein. Das kann ich leider nicht lesen. Ja, das damit beschäftigen wir uns alles noch. Ja, das ist überhaupt hier kein Problem. Aber was schon mal ganz wichtig ist hier, dass wir jetzt den Zauberstab hier haben. Und durch das Thermometer, wenn wir hier gucken, sehen wir auch so, sehen wir auch so komische Artefakte. Und die Artefakte, Auren sehen wir da. Und deswegen ist es wichtig, wenn du rumgehst, dass du das auch immer aktiviert hast. Und mit der Brille zum Beispiel braucht man das nicht mehr aktiviert haben, denn die Brille ist quasi, du siehst ständig durch das Teil durch. Deswegen mache ich mir die auch jetzt am Anfang. Denn jetzt muss ich ja noch ganz viel erforschen. Und wenn ich viel erforsche, dann ist das ja auch leichter, dann irgendwie viel Artefakte zu sammeln. So, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hoch und klaue mir hier nochmal schnell 2 tolle Seeds. Die hat er nämlich sicherlich schon gesammelt hier. Ich klaue mir eben die 4 hier. Tut mir leid, ich hab dich lieb. So, denn... Ja, Mann, ich bin echt scheiße, dass ich hier immer alles klaue hier. Thomas, schäme mich doch mal. Aber, du bekommst alles natürlich von mir zurück. Das bedeutet 4 Scherben, 4 Zuckerrohr. 4 Zuckerrohr könnte ich dir jetzt nachher eigentlich gleich geben. Die habe ich ja bereits. Also quasi hättest du nie etwas bemerkt, wenn ich es jetzt nicht... Ja, vielleicht guckst du auch die Folge gar nicht. Dann kann ich sie nie wieder zurückgeben. Oh, hier in der Luft habe ich gerade was... Hier zum Beispiel, seht ihr das? Und jetzt, Leute, jetzt mache ich...
echt eine krasse Action. Und zwar nehme ich jetzt hier meinen Zauberstab, Leute. Das, ihr seht das jetzt, das wird jetzt mega cool. Und zwar gehe ich jetzt hier nochmal zu... Hier, das sieht man dann durch das Taumometer. Und man sieht es auch hier ganz leicht. Deswegen konnte ich das jetzt sehen. So, und dann nimmt man den Zauberstab und macht Rechtsklick. Hallemeichen, zieh dir Energie. Du wirst sterben. Und okay, so, jetzt haben wir den hier aufgefüllt mit irgendeiner Kraft. Und so funktioniert das hier eben. Hier oben... Ach, hier ist noch... Ach so. Ja, das ist jetzt eben leer, aber es bleibt natürlich hier. Das kann ich auch scannen übrigens. So, scanne. So. Jetzt haben wir hier zum Beispiel richtig viel bekommen. 9 Forschungspunkte für AR haben wir bekommen und das ist richtig, richtig cool. So. Ich brauche jetzt aber hier noch ganz kurz ein Glas. Haben wir hier irgendwo noch ein Glas? Joko und Glas. Guckt irgendjemand von euch Joko und Glas, das Duell um die Welt? Ich gucke das und ich muss sagen, ich finde das mega krass, was die da alles so machen. Also... Keine Ahnung. Also der eine lässt sich von einem Hai beißen, der andere macht dies. Keine Ahnung. Ich glaube, mir wäre das zu viel. Zu viel des Guten. So, jetzt haben wir hier die, die wir brauchen. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf die Artefakte. Auf die Brille. Und hier brauchen wir nur noch 2 Leder und nochmal 2 Gold. Das bedeutet hier... Moment, wenn ich das hier reinpacke und E drücke, bleibt es drin, ne? Hier. 2 Leder. 4 Leder insgesamt, oder? Hier, genau. Habe ich hier noch irgendwo 2 Gold? Lass mich bitte hier Gold haben. Lass mich bitte Gold haben, bitte, bitte. Ich will die Brille jetzt machen, ja? Ich will die Brille jetzt machen. Ich brauche noch 2 Gold. Ah, ich weiß, was ich mache. Und zwar, ich habe da nämlich was gesehen. Am Spawn. Für die Leute, die jetzt dann schreiben, oh Thomas, du hast was übersehen am Spawn. Danke, dass ihr mir vielleicht die Info geben wollt. Keine Ahnung, vielleicht bedanke ich mich auch schon. Wenn es nicht nötig ist. Aber am Spawn habe ich gesehen, es sind ganz, ganz viele... das haben wir eben schon. Und das können wir dann auch nicht mehr scannen. Hier zum Beispiel Hühner können wir auch scannen. Das können wir jetzt noch nicht scannen. Aber das können wir irgendwann scannen. Das Ei zum Beispiel können wir irgendwann auch scannen. Man kann einfach alles... Alles scannen. Vielleicht nicht die Sachen, die mit dem Modpack nicht kompatibel sind. Das bedeutet, dass die nicht kombiniert sind. Aber sonst kann man wirklich alles scannen. Und das ist eben richtig cool. Hier gucke ich nochmal. Pink gefärbte Blätter. Kann ich noch nicht scannen. Aber könnte man wahrscheinlich irgendwann mal scannen. So, ich gehe jetzt schnell hier zum Spawn. Ich muss mich beeilen, denn meine Folge ist um. Meine Folge ist um. Hier, Leute, hier. Das müsste Gold sein. Goldkies. Und jetzt, Leute, können wir den abbauen. Und guck mal, wenn ich das dann in den Ofen gebe, haben wir unendlich viel Gold. Das ist richtig, richtig krass. Oh Mann, ich freue mich schon so. So. Leute, ich freue mich einfach schon so unheimlich. Ich freue mich einfach unheimlich. So, wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Jetzt muss ich mich echt mal ranhalten hier, dass ich jetzt noch ganz schnell die Brille mache. Dann waren wir mega produktiv in den letzten 2 Folgen. Dann haben wir nämlich, die Brille erforscht und wir haben dann noch dazu auch, das Dings erforscht. Das seht ihr, das sieht man von ganz weit entfernt. Und das leuchtet dann auch so. Dann haben wir die... Oh! Okay, es sind Monster hier. Stirb. Okay, schnell pennen, schnell pennen. So. Ach, zum Glück. Auf jeden Fall haben wir dann die Brille und das Monomikum letzte Folge gecraftet und Zuckerrohr gefunden. Und jetzt, Leute. Jetzt packe ich das in den Ofen. Und dann seht ihr meine majestätischen Künste. Wir brauchen noch 2 Gold. 2 Stück. Okay. Ich freue mich jetzt gerade richtig. Okay, jetzt habe ich hier ein Gold. Gehe ich hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Jetzt packe ich das hier rein. Und... Oh, Moment. Und zack. Perfekt. Und jetzt müssen wir hier noch unseren Zauberstab reinlegen. Hier. Oh, wir brauchen noch... Können wir das jetzt...
Waffen, nee, können wir noch nicht. Aus dem Grund, da wir 5,5 Aspekte brauchen, was das hier betrifft. Terra, aber das haben wir doch. Das bedeutet, wir müssten anscheinend noch ein bisschen scannen. Hat sich das jetzt irgendwas gebracht? 5,5? Ach, ich muss den Zauberstab noch etwas aufladen. Ja gut, Leute. Schade. Och Mann, ich habe mich jetzt schon richtig gefreut. Oh Mann. Ich muss den Zauberstab noch mehr mit diesen Aya da aufladen. Oder generell halt mehr aufladen. Dass das Ganze dann hier funktioniert. Das heißt, ich brauche mehr Auras. Aber die sind hier auch... Oh. Die Folge wird schon wieder elendslang und das wird sich dann kein Mensch mehr angucken. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, ich beende hier die Folge, denke ich. Kann man das Schwein? Das Schwein kann man auch, aber jetzt noch nicht. Vanilla Plant, jetzt habe ich das abgebaut. So, Grasblock, den haben wir. So, das haben wir jetzt auch. Gut. So, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, war es das von dieser Folge hier. In der nächsten Folge, werden wir auf jeden Fall, Hokus Pokus, unseren Zauberstab aufladen. Und dann werden wir uns die Brille craften. Wir haben sie jetzt, wir haben das Rezept fertig und wir haben auch schon alle Zutaten. Jetzt fehlt nur noch die Magie, die wir noch benötigen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao!